Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind heute hier in Mat 3 am Brenner, kurz vor Innsbruck. Heute wird nicht so viel geredet, denn ich bin ein bisschen krank und ihr seht schon im Hintergrund, es schneit und ich weiß nicht, ob das dann so produktiv ist. Ich dachte eigentlich, hier liegt schon Schnee, aber es liegt leider keiner. In Steinach lag noch ein bisschen und oben in Griers lag einiges, oben am Brenner. Mega, mega Windsturm und Schnee und alles. Ja, haben wir hier leider nicht, irgendwo zum Glück ja, weil dann muss ich nicht so herumstapfen im Schnee, aber irgendwo... Naja, ich hatte mir ein bisschen Schnee zumindest gewünscht. Aber zumindest haben wir Schneefall. Das ist auch schon was. Hier in die Richtung haben wir dann den Bahnhof von Mat 3. Und wir schauen eben gerade Richtung Brenner. Ja, und allzu viel vom Bahnhof sehen wir hier nicht. Naja, aber schöne Schlucht hier. Sieht auch gerade aus. So, alle mit Höhenangst mal bitte festhalten. Ich habe es nicht geschafft, die Bahnlinie zu finden. Aber dafür, was auch immer das hier ist. Also, ja, ich sollte mehr auf Maps gucken. Da hinten müsste irgendwo die Bahnlinie drin sein. So, jetzt bin ich wieder am Zurückgehen. Man hört hier die ganze Zeit die Züge. Ja. Naja. Eben da hinten irgendwo muss ich hin. Also die Landschaft ist hier heute echt geil. Also so nebelig und mit dem Schnee. Nur schade, dass kein Schnee liegt. Geht doch, warum nicht gleich? Jetzt habe ich endlich mal die Gleise gefunden. Meine Güte. Ja, das ist typisch Österreich. Kein Zaun, gar nichts. An einem öffentlichen Weg. Ich liebe Österreich ja dafür, ne? Und hier in die Kurve, jetzt schauen wir wieder Richtung Brenner und Richtung Mat 3, haben wir vorhin hineingeguckt von da oben irgendwo. Ja, da war ich ordentlich falsch. So, jetzt gucken wir mal, was kommt. Höre ich Züge? Nein, ja, vielleicht. Okay, das ist absolut geil. Jetzt schauen wir Richtung Innsbruck und wir haben hier eine Doppelkurve. Wow. So, jetzt bin ich gerade beim Aufbauen. Jetzt ist mal schon der zweite Zug, der mir hier durch den Lappen geht während dem Aufbauen. Hätte man natürlich auch auf den Abfahrtsding gucken können. Aber bin ich noch nicht bereit. Gerade eben fuhr auch eine Railpool in die andere Richtung. Das ist jetzt die S-Bahn vom Brenner nach Hochfilzen über Innsbruck. Und in einer halben Stunde haben wir dann die S-Bahn nach Innsbruck von Steinach aus. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir hier einen Halbstundentakt haben, weil normalerweise vom Brenner startet nur immer um halb ein Zug Richtung Innsbruck. Und wir sind hier ja schon nach Steinach, ist mir aufgefallen. Bin ich mich gar nicht gewöhnt, denn ab Steinach gibt es dann auch noch eine S-Bahn, die macht eben dann einen Halbstundentakt zwischen Steinach und Innsbruck. Und die Rola haben wir hier auch noch. Sehr schöne heute. Mit einer Vectron und hinten einer Taurus dran. Lecker. So, jetzt müsste auch jeden Moment der Regio kommen. Ich habe kurz gehofft, dass sie sich kreuzen, aber es ist noch ein bisschen zu früh für den Regio. Schade. Aber naja, auf jeden Fall wunderschön das Teil. Und hier haben wir die S-Bahn Richtung Brenner. Und ja, ihr seht es richtig, die Sonne scheint ein bisschen her. Gut, ihr seht es nicht so gut, aber naja. Wunderschön TXL Richtung Innsbruck. Gleich haben wir dann nochmal eine S-Bahn Richtung Innsbruck.
einmal die Rola Richtung Brenner. Diesmal mit zwei Wegfronts. Die wird hier jetzt auch wieder ein bisschen langsamer. Ach, und die Gleise hört man schön. Vor allem das Signal von der ist noch grün. Naja. Ah, das wird ein Vorsignal sein. Klar. Ein wunderschönes Dreifach-Lok-Getummel. Einmal eine 12-16, dahinter eine 11 oder 10-16 und dahinter eine Vectron. Sehr schön. Eine MRGE Vectron um die Kurve Richtung Brenner. Super schön. Die Wagen, die er dran hatte, sind auch nice. So, ihr seht jetzt das Signal. Stimmt. Regio nach Innsbruck. Das müsste jetzt der sein, der von Hall in Tirol, von Steinach startet. Aus irgendeinem Grund fahren die aber nicht bis Hall in Tirol durch, sondern eben nur bis Innsbruck. Wahrscheinlich erst Nachmittag oder ja, wer weiß, vielleicht weil Wochenende ist. Das lief ja perfekt, Eurocity Richtung Bologna. War ein bisschen langsam, aber naja. Was soll's, dafür hat man ihn dann länger und besser gesehen. Ja, mit einem Nightjet-Wagen wieder mal drin, ganz typisch. Naja. So, schön, den hat man auch eben um der Kurve rum dann nochmal gesehen, das wollte ich eben erreichen. Jetzt hoffen wir, dass noch was aus Richtung Brenner kommt und danach, keine Ahnung.
der Straße wieder die Roda mit den beiden Vectrons Richtung Innsbruck. Und noch ein Regio. Ja, ihr seht das ja ganz schön überbelichtet hier, ne? Naja. So, dann gucken wir, ob noch was aus Richtung Brenner kommen möchte. Das wäre jetzt nämlich eine geile Einstellung hier. Eine wunderschöne Kreuzung Regio Richtung Innsbruck. Der ist immer noch nicht bis Hall in Tirol. Ich vermute mal, dass da irgendwo Bauarbeiten sind und deshalb der Regio nur bis Innsbruck fährt. Oder ist es, weil es Wochenende ist. Und gekreuzt hat es sich mit dem Ambrogio-Zug Richtung Brenner. Und da war eine Locomotion oder Rail Traction und eine MRGE 189 drauf. Sehr schön. Regio Richtung Brenner. Und eben, hier sind die recht laut in der Kurve und man weiß eben nie, ob das jetzt ein entgegenkommender Zug ist oder ob das einfach nur der Regio ist, der hier ein bisschen zu laut in die Kurve reinkommt. Und hier oben übrigens ist mir gerade aufgefallen, sieht man diese Hängebrücke, über die ich vorhin drüber gegangen bin. Regionalzug nach Hochfilzen über Innsbruck mit 3 Minuten Verspätung, meine Güte. Und dann haben wir hier noch eine Rola.
So. Gut, dass ich gewartet habe, meine Güte. Eben hier, das Signal ist noch grün. Ich verstehe nicht, warum die jetzt eine andere Rola-Lokomotive haben. Also ist das jetzt eine zusätzliche Rola, die nachmittags fährt? Ist das jetzt, weil die Lokomotiven geändert haben? Ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist? Ja, aber sehr schön, die Gösse auch Bierwerbung. Und dann noch den Eurocity mit über 60 Minuten Verspätung Richtung München. Und der hatte eine Railjet-Lok drauf und einen Nightjet-Wagen. Und ich habe in der App gelesen, der hat sogar Wagenmangel. Also aufgrund verspäteter Zugbereitstellung hat der Zug eben zwei Wagen weniger. So, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, jetzt gehe ich. Das Tollste haben wir gesehen, eine Sonderlackierung. Gut, wenn man die Güter weglässt, aber auf den Gütern war heute auch nicht so viel, kommen wir vor. Aber naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut und ciao.